Dr. Martina Diestberger ist Professorin für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Oberösterreich in Linz. Ihre Forschung und Lehre beschäftigt sich mit der Subjektivierung von Differenz- und Machtverhältnissen mit dem Fokus auf die Intersektionen von Rassismus, Gender und Sexualität. Die Teilhabe an der digitalen Welt definiert sich nicht nur über den Zugang zu technischen Mitteln. In ihrem Vortrag beschäftigt sich Professorin Diestberger ganz stark mit dem Begriff der Intersektionalität und wie zwischenmenschliche Differenzverhältnisse diesen Digital Divide konstituieren. Ich denke, dass gerade dieses Thema besonders wichtig ist und eine sehr hohe Komplexität aufweist. Ich würde mich daher freuen, wenn Sie sich besonders tiefgehend auseinandersetzen, vielleicht auch mit der zur Verfügung gestellten Literatur. Und ich hoffe, es gibt den einen oder anderen Aha-Effekt. Was also ist Intersektionalität? Sie kann verstanden werden als Analyseinstrument, das die Komplexität von Differenzverhältnissen, die als Machtverhältnisse figuriert sind, verstehen lässt. Es geht also um soziale Ungleichheit, Herrschaftsverhältnisse, Machtverhältnisse und damit natürlich im Kern genau das, worum es in der sozialen Arbeit geht. Sie wird auf theoretischer, analytischer, empirischer und handlungspraktischer Ebene angewandt. Das heißt, sie ist also kein Gedankenspiel für die Theorie, für die hohe Theorie, sondern sie wird wirklich in allen Feldern, in denen auch die soziale Arbeit operiert, angewandt oder kann angewandt werden. Sie möchte eben alle zwischenmenschlichen Differenzverhältnisse berücksichtigen, die sich als Machtverhältnisse artikulieren, wie beispielsweise Gender, Rassekonstruktion, Kultur, Ethnizität, sexuelle Orientierung. Und diese Diversitätskategorien sind ja nahezu endlos. Das ist das berühmte ETC. Am Ende, hier unterscheidet sich Intersektionalität von anderen Konzepten, wie beispielsweise Diversity, da sie sich auf gesellschaftliche Strukturkategorien konzentriert, also Gender, Rassekonstruktion beziehungsweise alles, was mit Kultur und kultureller, migrationsbedingter Differenz assoziiert ist und Schichtverhältnisse. Sie analysiert diese Differenzverhältnisse dann aber nicht nur, wie das zuvor häufig der Fall war, nur entweder auf der personalen, individuellen Ebene, ja, als individuelle Lebenslagen, die dann beraten oder therapiert werden müssen, sondern sie guckt eben, und das unterscheidet sie auch von anderen vorgängigen Konzepten, sie guckt sie sich eben auch auf der sozialstrukturellen, also der institutionellen Ebene an und der symbolisch-repräsentativen Ebene. Das wären Diskurse, symbolische Ordnungen, Ideologien, Normen, Werte. Das heißt, Intersektionalität bedeutet nicht nur die Verwobenheit und die Interdependenz von Differenzkonstruktionen anzugucken, also dass ein Mann nicht nur ein Mann ist, sondern auch heterosexuell, heteronormativ oder homosexuell sein kann, migrantisch markiert sein kann, eine Behinderung haben kann und dass das jeweils sein Mannsein verändert. Ja? Und sie guckt eben sich nicht nur diese Interdependenz an, sondern sie schaut sich diese Konstellation auch auf den verschiedenen Ebenen der gesellschaftlichen Verhältnisse an. Nicht nur individualisierend, sondern die Sozialstrukturen, die Institutionen und wie sie eben diese Differenzen, diese zwischenmenschlichen Differenzen mitunter als Machtverhältnisse hervorbringen, schaut sie sich an und sie geht darüber hinaus auch auf die repräsentative Ebene, die bisher Soziologie, Politikwissenschaften und so weiter vorbehalten war. Also sie guckt sich Wert-Norm-Strukturen einer jeweiligen Gesellschaft an, wie einzelne Markierungen in den Medien repräsentiert werden, also wie werden Geflüchtete, wie werden Flüchtende seit 2015 beispielsweise in den Medien repräsentiert, wie sind wir von einer Willkommenskultur in eine Hasskultur geraten und was bedeutet es für die jeweiligen Subjektivierungs- oder Sozialisierungsprozesse von Migrantinnen, aber auch nennen wir sie mal provokativ mit Kanak-Attack Bio-Österreicherinnen hier in diesem Kontext, ja? So, und schließlich, worum es dann eigentlich geht bei der Intersektionalität, ist befähigt zu werden, eben die Wechselwirkungen zwischen den Kategorien und den Ebenen auch analysieren und beschreiben zu können. Also, dass ich in der Lage bin, beispielsweise zu forschen
verstehen zu können, wie es bestimmten Personen so schwer fällt, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, warum bestimmte Personengruppen in den Bildungsinstitutionen ganz bestimmte Marginalisierungserfahrungen machen und das eben sowohl auf der individuellen Ebene, Subjektebene beschreiben zu können, als auch auf der strukturellen und der symbolischen Ebene, auf der Ebene des kulturellen Symbolischen. Also beispielsweise, was bedeutet es für Musliminnen in Österreich unter Bedingungen des antimuslimischen Rassismus zu leben? Also welche Subjektivierungseffekte hat es? Wie ist gegebenenfalls ihre Hinwendung zur Religion zu verstehen, die Entscheidung, ein Kopftuch zu tragen? Ich kann dann damit analysieren, ob ich das als widerständige Strategie zu interpretieren habe oder eben anders. Genauso Überanpassungen etc. können so gut verstanden werden. Jetzt mögen sich manche unter Ihnen vielleicht fragen, wozu braucht es Intersektionalität? Haben wir nicht vorher schon gewusst, dass Männer eben nicht nur Männer sind, sondern auch andere Markierungen haben, die sie privilegieren oder diskriminieren in der Gesellschaft? Oder haben sich nicht schon lange beispielsweise Frauen in sozialistischen Kreisen dafür eingesetzt und gestritten, dass die Geschlechterverhältnisse nicht nur als Nebenwiderspruch behandelt werden, und haben nicht schon seit den 80er Jahren Lesben und jüdische Frauen beispielsweise die deutschsprachige Frauenbewegung aufgerüttelt und darauf hingewiesen, dass es sehr unterschiedliche Existenzweisen für Frauen gibt? Oder Menschen mit Behinderungen mussten immer dafür sorgen, dass ihre speziellen Lebenslagen, egal in welchen sozialen Bewegungen sie sich engagiert haben, mit berücksichtigt werden. Man denke nur an die Ebene von Sexualität, ja, wo Menschen mit Behinderungen sehr häufig vollkommen aus dem Blickfeld geraten. Aber all diese Auseinandersetzungen, die es vorher gab, die haben eben nicht zu nachhaltigen Veränderungen geführt. Sie waren wohl Wegbereiterinnen für das, was wir heute unter dem Begriff Intersektionalität bearbeiten, aber sie haben es nicht geschafft, es epistemologisch und theoretisch analytisch so umzusetzen, dass sich damit arbeiten lässt. Das andere, was die Intersektionalität im Vergleich zu vorgängigen Auseinandersetzungen leistet, ist, dass sie die Ausschließlichkeit von Kategorien eben überwindet. Also wir hatten vorher auch schon Publikationen, auf denen stand Race, Class, Gender oder Klassenverhältnisse und Geschlechterverhältnisse. Aber in solchen Sammelbänden haben wir in der Regel dann wirklich nur Artikel gefunden, die sich mit jeweils einer dieser Kategorien beschäftigt haben. Dieses ETC, ja, wurde nie theoretisiert, wurde nie epistemologisch bearbeitet. Intersektionalität überwindet auch die Vorstellung von additiver Diskriminierung. Ja, die Vorstellung von, als Frau werde ich sexistisch diskriminiert und wenn ich dann noch eine Behinderung habe, ist meine Diskriminierung quasi noch so und so viel Prozent höher. Und wenn ich dann noch rassistisch markiert bin, also nicht weiß bin, in weißen Dominanzkulturen, bin ich dann zusätzlich diskriminiert, als könnte man Diskriminierung additiv oder numerisch fassen. Kann man eben auch nicht. Intersektionalität macht deutlich, dass ich sehr wohl in bestimmten Zusammenhängen, beispielsweise an meiner Person, als Frau diskriminiert bin, aber in anderen Zusammenhängen sehr wohl privilegiert bin. Ja, ich bin als Frau sexistisch diskriminiert. Gegenüber Migrantinnen bin ich in der Regel privilegiert. Ich kann sogar sagen, in manchen Zusammenhängen profitiere ich sogar von der Diskriminierung anderer Menschen. Also ich bin nicht das ultimative Opfer, nur weil ich Frau bin. Und das gilt eben mit Intersektionalität sehr differenziert zu betrachten. Im Grunde genommen kennen wir das auch aus der sozialen Arbeit, beispielsweise offene Jugendarbeit, Jugendhäuser wurden ursprünglich nach ihrer Gründung in den 80er, 90er Jahren vielleicht ausschließlich von sogenannten einheimischen Jugendlichen frequentiert. Irgendwann bleiben die Mädchen weg und wir fragen uns, warum eigentlich? Haben sie die Jungs ausgegrenzt? Ja, irgendwie gab es da Machtverhältnisse oder sind die Burschen womöglich einfach bedürftiger, haben die soziale Arbeit nötiger vielleicht oder die Jugendarbeit? Dann tauchen vielleicht migrantische Jugendliche auf und die autochthonen Jugendlichen verschwinden und wir fragen uns, wie konnte das jetzt geschehen? Also gibt es da auch wieder Machtverhältnisse? Und oftmals, das erfahre ich oft in Forschungsprojekten, die wir derzeit so machen, beschweren sich die österreichischsprachigen, ja, erstsprachigen Jugendlichen beispielsweise auf dem Fußballplatz, dass sie dort diskriminiert werden, weil die Jungs da nur noch bosnisch reden. Ja? Und Intersektionalität macht eben deutlich, dass Menschen sehr wohl in bestimmten Mikrokosmen Diskriminierungserfahrungen machen,
falls man die überhaupt so nennen will in diesem Beispiel, gesamtgesellschaftlich aber trotzdem absolut privilegiert sind. Ja, also Intersektionalität als Analyseinstrument erlaubt eben diese differenzierten Wechselwirkungen von Machtverhältnissen genau zu betrachten. Deswegen will ich jetzt etwas genauer auf die Kategorien, auf die Differenzkategorien und später auf die Ebenen von Intersektionalität eingehen, damit vielleicht ein bisschen deutlicher wird, was Intersektionalität von anderen Konzepten unterscheidet. Als erstes geht es darum, bei den Kategorien von Intersektionalität eben das theoretische Paket, die Genealogie der Entwicklung der Auseinandersetzungen von Geschlechterverhältnissen, Feminismus, Queer-Feminismus und Gender-Theorie sowie Queer-Theory auch mit zu transportieren und zu realisieren. Also wir wissen, wer sich mit den Geschlechterverhältnissen und Gender Studies beschäftigt hat, dass es sich hierbei nicht um irgendwelche Identitätsmerkmale handelt, die angeboren und dann individuell auszugestalten wären. Nämlich bereits die zweite Welle der Frauenbewegung hat deutlich gemacht mit ihrem Slogan, dass das Persönliche politisch ist, 68er Jahre, dass das, was die Menschen auf der Ebene des Privaten, des Individuellen erfahren, absolut gesellschaftlich und politisch konstituiert ist. Ja, also die persönlichen Erfahrungen, die Menschen in der Gesellschaft machen, haben in der Regel sehr wenig mit ihren biografischen eigenen Entscheidungen zu tun, sondern damit, was ihr Kontext ihnen an Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Simone de Beauvoir wusste auch schon, dass man als Frau nicht geboren wird, sondern dazu gemacht wird. Und sozialisationstheoretische Ansätze haben schließlich aufgezeigt, wie das genau geschieht. Poststrukturalistisch-dekonstruktivistische Ansätze haben noch radikaler ab den 90er Jahren eben die Zweigeschlechtlichkeit gänzlich in Frage gestellt und die Kategorie Gender. Judith Butler als die prominenteste, vielleicht bekannteste, machte deutlich, dass das, was wir für Weiblichkeit oder Männlichkeit halten, eben performativ hervorgebracht wird, also ein Doing Gender ist. Sie verdeutlichte die Naturalisierungseffekte der Diskurse über Geschlecht und wie sie den Geschlechtskörper als etwas Vordiskursives, also etwas bereits, was imaginiert wird, als etwas bereits Gegebenes, überhaupt erzeugen. Was allerdings de facto natürlich genau in diesem Moment der Inauguration passiert. Sie macht es deutlich, das sind ihre populären Beispiele, in dem Akt der Eheschließung, ja, also ein Sprechakt, wenn mit der Aussage, ich erkläre euch zu Mann und Frau. Denn genau in diesem Moment, ja, werden zwei Menschen zu komplementären Geschlechtern gemacht. Durch diesen Sprechakt. Ein anderer vor pränataler Diagnostik ist dieses Moment des Ausrufens, es ist ein Junge oder ein Mädchen nach einer Geburt. Heute obsolet, aber genau dieses Moment, so beschreibt sie, bringt natürlich ein Baby dann als Mädchen oder als Jungen hervor. Genau in dem Moment geht die ganze Spirale los mit rosa und hellblauen Kleidchen und Vorstellungen davon, wer auf Bäume klettert und wer weinen darf und wer Friseurin wird und wer Mechaniker oder Kanzler oder so. Bei der Kategorie Geschlecht handelt es sich um gesellschaftlich vorgegebene Normen, an die sich die Kinder dann anpassen müssen, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, wie Butler schreibt. Um intelligibel, das heißt lesbar und eben auch verständlich in einer Gesellschaft zu sein, das heißt ein Körper von Gewicht zu sein, der sprechen kann und der auch gehört wird. Ja, wir sind ja oftmals in der sozialen Arbeit dann diejenigen, die versuchen müssen, Menschen wieder Gehör zu verschaffen und ihre Subjektstandpunkte überhaupt gesellschaftlich sichtbar zu machen. Um eben intelligibel zu sein, unterwerfen wir uns den Normen. Butler hat durch ihre Auseinandersetzung mit Gender eine der Subjektivierungstheorien, also eine Theorie darüber, wie Menschen überhaupt zu dem werden, als was wir sie dann wahrnehmen, geschrieben, die weit über diese Kategorie hinaus Anwendung findet. Und das ist eben auch das Interessante, weil Frauen- und Geschlechterforschung war im Grunde genommen in den 1990er Jahren mehr oder weniger tot. Also ich glaube, ich hätte kaum in der Zeit Gelder dafür erfolgreich beantragen können, ein Frauen- und Geschlechterforschungsinstitut an der Universität zu gründen oder Forschungsprojekte damit zu machen. Denn die Forderungen, die die Frauen- und Geschlechterforschung gestellt hat, schienen alle erfüllt. Juristisch haben wir quasi Gleichberechtigung. Praktisch alles andere als das. Praktisch sind patriarchale Strukturen, ist der Sexismus
lebendig wie eh und je, zumindest jederzeit aus der Schublade zu holen, und er funktioniert immer noch gut. Und eigentlich im Grunde genommen erst mit dieser poststrukturalistischen Ebene von Gender bekam das Thema wieder neuen Aufwind, aber es wurde inhaltlich auch ganz anders gefüllt. Das heißt, wenn ich heute Projekte oder auch Publikationen habe, auf denen Gender steht, muss ich genau gucken, ob eigentlich auch Geschlecht dekonstruktiviert wird oder ob alter Wein mit neuen Schläuchen verkauft wird. Also ob letztendlich Postulate der Frauen- und Geschlechterforschung mit darin transportiert werden oder im Grunde genommen wieder nur geguckt wird, wie geht es den Mädchen, wie geht es den Jungs, wer verdient mehr, wer verdient weniger, und damit fertig bin mit meiner Analyse. Ja? Und das politische Potenzial letztendlich von Gender, nämlich die Dekonstruktion der Vorstellung überhaupt, es gäbe unterschiedliche Geschlechter und sie wären essentiell unterschiedlich und müssten auch unterschiedlich behandelt werden, das wird sehr häufig eben vergessen. Und ich plädiere dafür, bei Intersektionalität nicht dasselbe zu tun und einfach nur zu gucken, ja, jemand ist eben nicht nur dies, sondern auch jenes, und jetzt muss ich das eben in die Analyse mit einzubeziehen und fertig. Butler hat auch mit ihrer Gender-Theorie die Intersektion von Gender und Sexualität herausgearbeitet. Sie hat deutlich gemacht, dass wir generell, also dass illegitimerweise Gender und sexuelle Orientierung auf einer Ebene gesehen wird. Wir denken an einen Mann und glauben automatisch, dass er ein heterosexueller Mann ist, dessen Begehren auf den weiblichen Körper ausgerichtet ist. Und so funktionieren eben auch Intersektionen, nämlich interdependent, dass sehr häufig mit der einen Kategorie eine andere implizit in einer bestimmten Form mitgedacht wird. Und es gilt, diese Kategorien auch wieder zu trennen und in ihrer Einzelheit zu analysieren und konkret die Wechselwirkungen, die entstehen, zu analysieren. Queer Theory hat daran angeschlossen und beziehungsweise ist zeitgleich entstanden und populär geworden, und ich freue mich sehr darüber, dass wir wieder so einen Hype haben von Gender, Queer Theory und so weiter, und dass es vor allem auch innerhalb der Bevölkerung zu vielen sozialen Bewegungen im Zusammenhang mit diesem Thema kommt. Es gibt also keinen Wesenskern, von dem aus sich Geschlecht entfalten würde. Wir erwerben Geschlechternormen im Verlauf unserer Subjektivierung. Geschlecht ist eine Differenz als Verhältnis, und zwar ein Machtverhältnis. So, die nächste Kategorie wäre Rassismus, Ethnizität, Kultur. Gerade im deutschsprachigen Raum wird es leider sehr oft, kommt es zu so einer Konfluenz. Wir wissen gar nicht, worüber wir sprechen. Wir wollen den Begriff der Rasse nicht mehr in den Mund nehmen, weil er durch den Nationalsozialistischen mit diesem genozidalen Ausmaß wirklich zum Tabu-Denken wurde. In der Hoffnung, dass damit auch der Rassismus verschwindet. Das hat aber leider nicht funktioniert. Also wir sprechen zwar über Fremden- und Ausländerfeindlichkeit, de facto verbirgt sich dahinter aber Rassismus. Denn angegriffen werden nicht weiße Südafrikanerinnen in Österreich, sondern schwarze Österreicher, ja? Oder bosnische Österreicher, die hier geboren sind, die Deutsch reden und nicht Bosnisch. Ja, die werden aufgrund ihres Namens oder aufgrund ihres Akzents oder was auch immer diskriminiert. Das heißt, die Idee von Rasse ist nach wie vor sehr virulent und sorgt für Rassismus. Wenn ich das mal versuche zu definieren, Rasse ist die Vorstellung, es gäbe essentielle und unveränderbare Merkmale, die in den menschlichen Körper und seine Psyche eingeschrieben sind. Rasse ontologisiert also. Ja? Und Rassismus ist dann jedes Denken, Fühlen und Handeln, dem die Annahme von Rasse als aktivierendes oder organisierendes Prinzip zugrunde liegt. Rassismus ist also eine Aktivität, und zwar die des Rassisierens. Und genau das passiert sehr oft, wenn wir genauer hinschauen, was zum Beispiel bei Konzepten von Interkulturalität, interkulturelle Kompetenz und so weiter praktiziert wird. Wohlgemerkt nicht alle, ne? Das ist inhaltlich jeweils individuell unterschiedlich ausgeführt, aber sehr häufig verbirgt sich eigentlich, also wenn man an der Oberfläche von Diskursen über Kultur oder Ethnizität kratzt, taucht sehr oft eigentlich die Rassekonstruktion drunter auf. Ethnizität ist ja so ein Konstrukt der sogenannten Völkerkunde und will homogene Gruppen beschreiben, die sich auf eine gemeinsame Abstammung beziehen. Das soll sich dann anhand ihrer kulturellen Praxis artikulieren, und Kultur können wir definieren als System, das Dingen, Verhalten, Gefühlen und Vorstellungen Bedeutung zumisst, also ein Bedeutungssystem ist. Ja? Und wenn wir genau hinschauen, was passiert, wenn über Geflüchtete, Migrantinnen und so weiter geredet wird, ist eben sehr häufig nicht
zu erläutern, zu beleuchten, welche Bedeutungssysteme da in der interkulturellen Kommunikation verhandelt werden müssen, sondern Menschen werden häufig homogenisiert und essentialisiert. Die Konstrukte sind also alle problematisch, aber am problematischen ist natürlich die Rassekonstruktion, weil sie ontologisiert, also Qualitäten als Seinsqualitäten quasi wie so ein Wesenskern in die Menschen einschreibt. So, all diese Themen, die sind viel bearbeitet worden in der postkolonialen Theorie, in den Cultural Studies, in der Rassismuskritik, in den Critical Whiteness Studies. Und es gilt eben, diese Denktraditionen auch mitzutransportieren, wenn ich intersektional arbeite. Die letzte Kategorie muss ich nicht groß erklären. Die soziale Arbeit ist genau im Nexus der kapitalistischen Produktionsverhältnisse entstanden. Es geht also um die Hervorbringung von Klassen, von Körpern, die ihre Arbeitskraft verkaufen und der Frage, wie diese entlohnt wird und unter welchen Lebensbedingungen der Lohn die Arbeiterinnen dann eben leben lässt. Ja? Also Klasse schichtet die Menschen in der Gesellschaft und lässt sie, die einen von dem Mehrwert der anderen profitieren. Feministische Marxistinnen haben aber auch schon lange deutlich gemacht, dass der Fabrikherr nicht nur vom Arbeiter profitiert, sondern der Arbeiter vor allem von der unbezahlten Arbeit seiner Frau profitiert, die eben die Kinder großzieht und seine Arbeitskraft und auch die der Kinder reproduziert. Also im Grunde genommen ist die Intersektion auch an der Stelle schon lange bekannt. Und auch Mütter, die erwerbstätig sind, mit ihrer doppelten Vergesellschaftung ist sozusagen auch schon ein Hinweis auf die Intersektionalität. So, hier unterscheidet sich jetzt aber Intersektionalität von anderen Konzepten wie Social Justice und vor allem Diversity. Denn bei Diversity, wie schon erwähnt, kann ich im Prinzip x-beliebige Differenzkategorien aufzählen. Die kann ich aber bei einer Forschung nicht mehr adäquat analysieren. Also ich kann unmöglich 20 verschiedene Differenzkategorien analytisch tiefgreifend mit berücksichtigen. Ja, es macht Sinn, sich auf die Strukturkategorien zu konzentrieren. Und das sind eben die Holy Trinity, Race, Class, Gender nach wie vor, auch in der Intersektionalität, weil jede Person ist dort irgendwie verortet oder für jede Person hat das mehr oder weniger Relevanz.